Was macht eigentlich eine glückliche Beziehung aus und was ist überhaupt Liebe? Heute in der Folge lernst du The Bad Mom kennen und was sie eigentlich darüber denkt. Und wir sprechen darüber, wenn es mal nicht so gut läuft, wo wir eigentlich ansetzen würden. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bewusst mit Herz. Heute mit Verena und Anja. Schön, dass du heute da bist. Bei meinem ersten Gastbeitrag Podcast-Folgen-Gedöns. Ich fühle mich geehrt. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Wir sind gerade in den Niederlanden, sitzen draußen und die Sonne scheint, die Kinder schlafen. Ja. Ich würde sagen, es ist ziemlich perfekt, um zu starten. Yes. Wir haben ein Live gemacht vor einigen Wochen zusammen und euch gefragt, was ihr denn gerne für ein Thema hättet. Und da kamen verschiedene und wir haben uns ausgesucht. Wir würden gerne heute darüber sprechen, was empfinden wir als eine glückliche Partnerschaft, Beziehung. Und du hattest noch eine gute Idee für eine Ergänzung. Was bedeutet Liebe? Oder? Eigentlich, genau. Ja. Ne, dass wir da auch einfach mal drüber sprechen. Ja, dann fange ich hier einfach mal an, dich zu fragen. Was denkst du denn, oder bist du für dich in einer glücklichen Beziehung? Ich bin für mich, also das wird manche vielleicht überraschen, aber ich bin in einer glücklichen Beziehung, ja. Schön, habe ich auch gesehen, gestern Abend habe ich richtig gesehen, so viel Liebe. Ich habe das sogar Victor geschrieben, dass die lieben sich wirklich, weil es ist. Wow, die verarschen sich nicht nur, die lieben sich. Ey, das ist, dass man bei Menschen wirklich Liebe sieht. Ist nicht mehr so oft. Also ich sehe das nicht so oft. Auch bei Partnerschaften. Viele ja, das sagen uns tatsächlich sehr viele Leute, dass man uns ansieht, dass wir uns lieben. Aber also er liebt mich und ich finde ihn ganz okay meistens. Das kam gestern ganz anders rüber. Ja, und du? Bist du in einer... Also, absolut. Also wir kommen uns auch manchmal in die Köpfe. Also ich denke jeder. Bei uns ist das sogar so, wenn wir uns ganz lange gar nicht streiten würden oder so. Also streiten im Sinne von so einem Diskurs haben, dann wird auch irgendwas nicht stimmen. Also ja, das gehört auch ein bisschen dazu, ja, glaube ich. Auch dieses immer Ja und Arm sagen quasi, das geht bei uns nicht. Gerade wenn es ein Thema gibt, das, wo mal Nein kommt. Wo du mal so richtig diskutierst und dann guckst, wie viel Freiheiten möchte man sich gegenseitig einräumen und wie wichtig ist einem das Thema. Ich finde, dann wächst man auch massiv an der Beziehung, also gemeinsam. Natürlich. Und es ist ja gerade auch wichtig, dass du mit deinem Partner, deiner Partnerin eben das Gefühl hast, alles ansprechen zu können und eben alles diskutieren zu können. Das ist ja total... Ja, jetzt muss ich auch total lachen, weil wir gestern so absurde Themen hatten. Ne? Hier im Garten. Habt ihr eine offene Partnerschaft? Habe ich die gefragt und solche Sachen. Aber dazu erzähle ich nichts. Ich muss nur darüber lachen, weil ja, wir sprechen halt über alles. Ne? Ja. Wir kennen uns nicht und haben schon über sehr viele Sachen geredet. Ja, ohne Witz. Ja. Nee, schön. Und was denkst du, was macht euch glücklich? Oder woran definierst du, dass ihr glücklich seid als Partner? Ich glaube, also ich kann ja nur von mir selbst reden, also ich kann nicht für Rüben sprechen natürlich, aber also ich habe gemerkt, okay, das ist wirkliche Liebe, wo ich mir, ich weiß noch ganz genau, ich war mir nach dieser Verliebtheit, war ich mir dann nicht sicher, muss ich mich übergeben oder sind das ganz viele Freudentränen? Okay. Weil ich endlich loslassen habe können. Oh. Ich habe endlich gesehen, dass ich loslassen kann und dass alles gut ist und dass mein Leben genau so den Weg gefunden hat. Und jetzt ist Röhm halt wirklich, ein Auto kommt, wink mal. Röhm ist mein Zuhause. Also ist er wirklich. Oh, ich krieg Gänsehaut. Und das nicht nur wegen dem Windzug gerade. Nee, voll schön. Ja. Oh, das ist wirklich schön. Und auch so voll romantisch. Ja, so. Das sieht man nicht online. Nicht. Ich wollte gerade sagen, das sieht man nicht online. Also so zeigt ihr euch nicht, ihr macht euch ja gegenseitig fertig. Aber wir haben ja auch gestern darüber gesprochen, ihr zeigt euch ja auch dadurch, dass ihr euch neckt, Zuwendung. Genau, ne? Ja, und das ist einfach unsere Art. Und das also ich würde es komisch finden, wenn es auf einmal nicht mehr so wäre. Ich würde es komisch finden, wenn wir
auf einmal uns nicht mehr verarschen würde. Dann würde ich denken, okay, irgendwas ist los, betrügt er mich? Was? Nein, ja. Aber das wäre nicht mehr unsere Harmonie. Ja. Ja, ich bekomme auch ganz oft halt wirklich Nachrichten. Sei nicht so gemein zu deinem Mann und du darfst nicht so gemein sein und dass der das überhaupt zulässt. Und er ist hinter der Kamera viel schlimmer. Der ist normal, also der ist immer derjenige, der loslegt. Und halt, ich habe mir das mehr von ihm angewöhnt als umgekehrt. Ja, sehr schön. Da hast du jetzt schon ein paar Punkte genannt, ne? Also einmal dieses Zuhause, dieses über alles sprechen, ja, und auch sich auf die Schippe nehmen zu können, ohne gleich sauer zu sein. Genau. Ne? Macht ihr das auch? Also wir haben ja eine Podcast-Folge über Was ist deine Liebessprache? Hast du dir schon mal über Liebessprache Gedanken gemacht? Ja. Ja, und Victors Liebessprache ist mich necken. Also mich ärgern. Wenn er mich ärgert, dann ist das halt seine Art der Zuwendung. Mhm. Und wir haben jetzt, du weißt ja, meine Situation sozusagen, eine Phase, wo ich nicht so, also ich bin ein bisschen sentimentaler im Moment. Das heißt, der kann mich nicht so gut ärgern, weil das ist auch manchmal ein bisschen hart. Und dann haben wir für uns beschlossen, tatsächlich unsere Liebessprache zu ändern, bewusst. Und wir haben wieder angefangen zu flirten. Mhm. Und das funktioniert. Mhm. Das hätte ich nicht gedacht, weil wir sind ja jetzt auch schon, also wir kennen uns ja 15 Jahre. Mhm. Und wir haben nicht oft, aber wir haben so einmal am Tag einen Flirtmoment und das ist richtig schön. Also so wirklich so wie früher so ein bisschen. Also nicht, weil früher war natürlich nicht besser, weil jetzt ist besser, weil unsere Beziehung viel intensiver ist. Aber ich würde das halt quasi für mich noch ergänzen, auch nicht nur, also dass man einfach so offen kommuniziert, das hast du ja gesagt mit der offenen Kommunikation, dass man aber sogar wirklich seine Beziehung bewusst beeinflussen kann. Das ist ja auch nochmal... So, dass man wirklich sagen kann, wir entscheiden jetzt zusammen, ich hätte das nicht gedacht, dass das so funktioniert. Wir entscheiden zusammen, ja, uns gefällt eigentlich als Liebessprache auch Flirten, aber wir machen es im Alltag nicht. Als Zweifacheltern koexistieren wir teilweise nur für die Kinder. Und es klappt aber, wenn man sich bewusst Zeit nimmt, ne, für den Abschied, für das Wiedersehen bewusst und alles. Bewusst und mit Herz. Ja. Sehr schön. Und Da kommen wir eigentlich auch, glaube ich, schon zum nächsten Punkt. Was ist denn eigentlich für dich Liebe? Boah, ich liebe sehr viel. Und hassen tust du auch viel, habe ich gerade gestellt. Ja, ich hasse auch viel. Mich ärgert auch viel. Ja. Generell Gefühle. Gefühle ausleben zu können. Liebe ist für mich halt wirklich, ich bin voller Gefühle. Und ich will... dass alle Personen, die ich liebe und ich hoffe, dass sie auch mich lieben, dass ich diese Gefühle ausleben kann. Ich will wütend sein, ich will traurig sein, ich will glücklich sein, ich will meine Gefühle, die manchmal wirklich sehr, sehr viel sind und sehr, sehr viel sein können, dass ich die ohne Scham, ohne irgendetwas einfach ausdrücken kann. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich das machen kann, dann finde ich dich schon ganz cool. Und wenn du dann schon noch ein cooler Mensch bist, den ich wirklich also vertrauen kann und da eine Verbindung spüre, dann ja, ich liebe sehr viel. Ich liebe Tiere, ich liebe Menschen, ich liebe meine Freunde, ich liebe meinen Mann, ich liebe meine Mama. Ich liebe sehr viel und mein Kind übrigens auch. Schamcluster. Oh, das würde man. Deswegen heißt sie The Bad Mom, ne? Das hat man bemerkt. Nein, Spaß. Aber es ist wirklich spannend, dass das jetzt so kam, ne? Aber es ist auch voll schön. Ich glaube, als erstes hast du deinen Mann gesagt, ne? Ich weiß ich gerade gar nicht. Ne, meine Freunde, meine ist Mama. Egal. Also es hat hier keine Reihenfolge bestimmt, hier irgendwas. Ich rette mich noch ganz kurz. Ja, habe ich mir gedacht. Aber und was ist mit Ich lieb mich? Ja, das ist sowieso klar. Ja, okay. Ne, aber manchmal halt auch ein bisschen mehr und manchmal ein bisschen weniger. Und ich glaube, das ist auch voll okay. Glaube ich auch, ja. Also man muss sich nicht dauerhaft lieben. Und wenn ein Zustand von sich selbst lieben, halt nicht lieben, anhält, dann
muss man vielleicht schauen, ob man was verändern kann, weil man kann sich verändern. Ich finde dieses bleib wie du bist auch immer ganz schlimm, weil ich will mich ja verändern. Ich will mich ja selbst lieben können und ich will mich verändern und die Zeit verändert sich und so verändere auch ich mich. Und auch die Lebenssituation. Ja. Absolut, da sprichst du einen Punkt an. Ich bin auch ein bisschen getriggert, wenn ich auf Instagram scrolle, weil ich thematisiere ja Selbstliebe recht häufig. Und dieses bleib wie du bist so gut wie du bist. Ja, wir sollten uns nicht hassen für das, wie wir sind, absolut. Aber sagen wir jetzt mal, ich habe Wimperntusche drauf. Liebe ich mich nicht, weil ich mir Wimperntusche drauf packe? Also das ist so ein Punkt, ne? Also so, oder ich mache jeden Morgen Sport und ich möchte mal mich körperlich fitter fühlen. Das ist ja eigentlich Selbstliebe, dass ich mich um mich selbst fürsorge auch. Mhm. Dass ich mich um mich kümmere, dafür sorge, dass ich mich wohlfühle in meiner Haut, hat nichts damit zu tun. Ich finde sogar, also ich bin zwar voll, also ich bin kein Befürworter von plastischen Eingriffen, einfach so in Anführungszeichen, oder die zu bewerben zumindest online vor allen Dingen. Aber ich finde es okay, wenn das jemand macht, wenn er sagt, also jetzt zum Beispiel die Brüste, ich will sie nicht schlaff haben nach dem Stillen und ich will sie jetzt straffen. Für mich hat das ist auch Selbstliebe, dass sie diese Änderung vornimmt, obwohl ich persönlich, wie gesagt, diese Eingriffe nie bewerben würde oder irgendwie sowas. Aber dieser Selbstrespekt, das ist das doch. Ja. Und dann behandelt man sich gut und dann weiß man, dass man sich weiterentwickelt. Weil dem Moment, wenn wir aufhören, dass wir uns weiterentwickeln wollen, dann haben wir eigentlich... Ja. Wir sind dafür da, ein Leben lang zu lernen. Unser Gehirn ist auf Expansion und warum sollen wir uns eingrenzen? Total. Also wenn du eben Chirurgie, also das ist nicht wirklich Chirurgie, aber ich bin mir ganz sicher, dass ich zum Beispiel diesen Zahn, da bin ich als Kind, habe mir das Knie gegen den Zahn geschmissen und das war echt, also wirklich, der Zahnarzt hat damals eigentlich gesagt, es wurde kein Nerv verletzt. Es wurde ein Nerv verletzt und ich bin mir ganz sicher, dass ich den irgendwann bleichen werde, weil es stört mich manchmal auch gar nicht und manchmal total und ich bin mir ganz sicher, irgendwann werde ich denken, nein, das mache ich mir zuliebe, weil ich es mir wert bin. Weil, genau. Ja. Und deswegen, das ist natürlich jetzt auch das krasseste Beispiel, gerade so ein Eingriff von Veränderung. Und wir fangen ja schon an bei den ganzen Stufen davor, dass Leute sagen, hey, du, das ist ja zum Beispiel eigentlich das Populärste, du musst nicht abnehmen, du bist gut so, wie du bist. Ja, du, wenn du dich damit wohlfühlst, musst du das nicht machen. Aber genau das ist ja dieser Konflikt, wenn du dich aber nicht wohlfühlst, warum sollst du dir selber einreden, dass du nichts tun sollst, um sich für dich wohler in deiner Haut zu fühlen? Ja. Ist doch totaler Humbug so. Eigentlich total so, das ergibt doch gar keinen Sinn. Bin ich total bei dir. Ja. Und das heißt auch, für dich ist auch Liebe, dass du Höhen und Tiefen hast. Ne? Ja, und das ist auch vollkommen normal. Ich glaube halt, in jeder Art von Beziehung, egal ob es Freundschaften sind, egal ob es Eltern sind oder so ein Schmetterling auf dem Stativ. Oh mein Gott. Cool. Hat er uns Gesellschaft geleistet. Ja. Aber bei jeder Art von Beziehung, egal ob es eine Partnerschaft ist, eine Elternschaft ist zu deinem Kind, egal ob auch Liebe zum Kind. Die verändert sich. Oh, bestimmt. Und du hast vielleicht manchmal Tage, da liebst du dein Kind, aber du spürst es nicht so, weil einfach gerade so viel mehr ist und so viel los ist. Das heißt nicht, dass du dein Kind nicht liebst. Das heißt einfach, dass in diesem Moment andere Gefühle Platz brauchen. Und das ist auch völlig in Ordnung, dass manchmal andere Gefühle auch Platz brauchen, weil du, ich glaube, als Eltern zeigt man den Kindern auch Liebe, indem man nicht jeden Tag hingeht und sagt, ich liebe dich, sondern auch mit einem Aufwecken und das Brot so machen, wie das Kind es gerne möchte, das ist ja auch Liebe. Und das kommt ja auch beim Kind so an, in irgendeiner Form von, meine Mama macht mir mein Brot so, wie ich das gerne hätte. Und wenn man einmal keine Kapazität hat oder vielleicht auch nicht ehrlich irgendwie gerade in der Stimmung ist, da große Liebeserklärungen dem Kind zu geben, dann ist es, glaube ich, auch besser,
man lässt die Liebeserklärungen einfach sein und ist einfach in der natürlichen Weise, wie man eben liebt. Ja, ich denke auch, dass, was du ja beschrieben hast, auch mit dem Brot, das ist ja auch viel was mit Zuverlässigkeit. Mhm. Ne? Also den Punkt haben wir zum Beispiel gar nicht angesprochen, aber ich glaube, das ist auch ein riesiger Punkt, wie dein Mann ist für dich auch irgendwo ja vielleicht dein Zuhause, weil du dich auch auf ihn verlassen kannst. Ein Haus, damit assoziieren wir ja etwas, worauf wir uns verlassen können. Und ich glaube auch, man könnte theoretisch auch nie sagen, ich liebe dich und einfach nur sein. Und man würde es mit seiner Art, wie man den anderen behandelt, auch einfach zeigen. Ne? Man kann auch zu jedem sagen, ich liebe dich und es, man merkt es überhaupt nicht. Also da ist keine Form von Liebe. Also Worte machen eine Liebe nicht bedeutsamer natürlich. Also auch Menschen, die nicht sprechen können, können lieben. Weil auch wenn sie es nicht sagen können. Ja. Babys, also Kinder, die noch nicht sprechen auch. Eben, ja. Also die können auch lieben. Also Liebe ist, glaube ich, ganz viel mit Daten und auch ganz viel mit Fühlen. Also ich glaube schon, ich merke es. Ich fühle es, wenn Liebe in einem Raum ist. Das spürt man irgendwie. Die ist einfach da. Und wenn sie nicht da ist, dann muss man vielleicht ein bisschen genauer hinschauen auch manchmal. Wir haben auch gestern, wir saßen gestern bis 12:30 und haben uns unterhalten über Gott und die Welt, aber wirklich lange und viel. Und da kam auch ein Thema auf und zwar, oh mein Gott, ich habe den Faden verloren. du sagtest, lieben spürt man, ach ja, genau, ich habe schon öfter gehört, eigentlich kann man jede Partnerschaft ja retten, außer dieses eine Beispiel, einer der Partner hat eine Sucht und will sich nicht ändern. Ansonsten wäre jede Partnerschaft, also Beziehung, die man mit Liebe begonnen hat, in der Lage, sich zu kippen. Das heißt natürlich nicht, dass man das immer machen muss, auf keinen Fall, ne, um Gottes Willen, aber überhaupt dieses Bewusstsein zu haben, dass das immer möglich sein könnte, dass man das so sagt, finde ich total interessant, weil ich glaube das auch. Mhm. Ich glaube, wenn die Liebe mal nicht zu sehen ist und das kann im Alltag bei so vielen Ablenkungen, die wir in unserer Gesellschaft haben, einfach auch ganz schnell passieren oder als Eltern, als frische Eltern. Ja. Wir können zurückfinden. Ja. Nein, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Alles gut, ich wollte einfach nur sagen, wir können zurückfinden oder zurück ist auch nicht immer besser, wir können das noch verbessern. Und es muss nicht immer Schmetterlinge im Bauch sein, es muss nicht immer, keine Ahnung, was für eine Verliebtheit sein. Oder Victor und ich versuchen ja auch regelmäßig Dates zu haben und das klappt auch nicht immer. Und trotzdem heißt das nicht, dass man sich liebt, weil man sich auf den anderen verlassen kann. Ja. Ja, also ich habe, wenn wir ja bei eben frische Eltern sind, ich habe meinen Sohn, also ganz am Anfang die ersten Tage nicht geliebt. Also ja, hast du erzählt. Das hat gebraucht und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, weil ich habe einfach dieses Gefühl von Liebe da nicht empfunden. Ich habe Erschöpfung empfunden, ich habe gedacht, er ist ein ganz schönes Wesen und ich hatte ihn auch irgendwie gern. Aber von Liebe, also die ist immer mehr gewachsen und mir kommt vor, sie wächst jetzt auch noch jeden Tag mehr. Also ich glaube, Liebe ist ziemlich unendlich und sie wächst einfach. Sie wächst mit dem Wachsen einer Beziehung, mit dem Wachsen eines Kindes immer mehr. Ja. Ich finde das total schön, auch das, wie du das mit dem Kind beschreibst, das wirkt ja so leicht exponentiell, also dass immer nach oben geht, je intensiver die Beziehung wird. Und ich habe ja ursprünglich richtig Angst gehabt, mein Kind nicht zu lieben, als ich das erste Mal schwanger war. Ich hatte richtig Angst davor, weil ich bin einfach, also ich mag Kinder, die mittlerweile bin ich sogar so, dass Kinder echt gut mit mir können, hast du vielleicht auch schon gemerkt. Ich kann richtig gut mit denen, aber früher war das einfach nicht so. Ja. Also ich hatte auch mit 20 jetzt zum Beispiel, ich habe ein Baby gesehen, ich habe nichts gefühlt. So wie manche andere so, ne, oh, voll schön, Baby. Und ich dachte mir so, ja, hi. Das hat sich bei mir verändert. Und aber als ich dann als erstes Mal schwanger war, und das war geplant und auch gewünscht, hatte ich trotzdem diese Angst, weil ich dachte, ich liebe Victor so krass. Also so intensiv und so krass. Und einfach, wie soll ich denn dann noch ein Kind lieben? War mein Gedanke. Das funktioniert doch nicht.
Ehrlich, ich war ganz sicher, ich habe wirklich richtig Angst, ich habe sogar geweint manchmal, schwanger, wie das so ist, weil ich mich gefragt habe, kann ich dieses Wesen denn dann auch so lieben? Und Victor hat immer gesagt, du wirst das Kind mehr lieben als mich. Das fand ich auch immer so, wieso muss das sein? Ist das so? Wird das so sein? Keine Ahnung. Muss man lieber überhaupt in messen, ja. In wen man wie viel liebt? Also eigentlich nicht. Ja, eigentlich nicht. Ja. Aber er hat das dann halt gesagt, als ich mir Sorgen gemacht habe. So nach dem Motto, weil das ja normal ist. Und habe ich mir nur noch mehr Sorgen gemacht. Weil wenn es dann bei mir nicht so wäre, ne? Ja, ja, und tatsächlich war es bei mir jetzt so, also ich weiß gar nicht, wie es war. Also ich habe doch relativ schnell Gefühle gehabt, Hormone auch, ne? Bei mir kam dann auch der Milcheinschuss am selben Tag. Also die Hormone, ich bin mir sicher, dass es halt eine Rolle spielt. Und ich war zwar auch, weiß ich nicht, ich habe sogar, also doch, ich kann es sagen. Doch, ich weiß, wie ich es sagen kann. Die Geburt war so krass. Das war so eine krasse Erfahrung, die Victor und ich zusammen gemeistert haben. Also es waren 21 Stunden Wehen oder so. Und wir haben das so am Ende zusammen geschafft. Und ich lag da am Ende und habe gesehen, wie Victor dieses Baby nackt oben ohne halt auf dem Arm hatte. Und mein Herz hat Feuerwerk gespielt. Es ist so exponentiell gewachsen. Und ich habe kein bisschen... hat sich die Liebe zu meinem Mann verändert, die ist nur gewachsen und ich würde sagen... Und man verliebt sich auch neu in den Partner, voll. Wenn man ihn mit einem Kind sieht. Man verliebt sich komplett neu. Mein Herz ist explodiert, es ist, so wie du sagst, exponentiell gewachsen und jetzt kann ich dir noch was, weil du hast ja ein Babystichkeil im Bauch, ne? und wie gesagt, das muss nicht so sein. Dann kam das zweite und ich war mir sicher, da hatte ich keine Angst, null. Ich wusste, mein Herz wächst einfach noch mehr. Da ist so viel Platz, ich sehe das gar nicht, ich kann das gar nicht wissen. Und das ist auch passiert, aber dann ist nochmal was Neues passiert. Ich habe angefangen zu lieben, wie sich meine Kinder lieben. Wenn die sich, also schon von klein an, wenn die sich gesehen haben, hi, hi, also so, also dann den Namen, ne, und dann rufen sie den Namen und küssen sich und umarmen sich und freuen sich so wie auf einen Elternteil. Das ist so wunderschön, ne? Ich werde das noch erleben, hoffentlich. Oder sie schlagen sich die Köpfe ein. Das passiert aber auch bei uns. Ja, das ist aber auch das Leben. Aber gerade halt, weil ich früher gesagt habe, Liebe zum Messen ist auch schwer, weil man, also ich liebe meinen Partner anders, als ich meine Kinder liebe. Ich liebe meine Mama anders, als ich meinen Partner liebe. Nur das Einzige, was bei mir vielleicht sich sehr überschneidet, ist, ich liebe, also mein Rüben natürlich auch auf eine romantische Weise, aber ich liebe meinen Mann auch als Freund. Und Freundschaft ist manchmal so unterschätzt. Freundschaft ist sowas Wertvolles. Und man kann Freundschaft auch total in einer Beziehung finden. Absolut. Also, ich kann das so erzählen. Also, Victor und ich haben uns ja auch schon getrennt zwischendurch, also vor über 10 Jahren. Also, in den ersten 5 Jahren unserer Partnerschaft hatten wir ein paar Trennungen. Und dann hatte ich zum Beispiel einen besten Kumpel und einen Freund. Und ich habe richtig gespürt, wie mir in meiner Partnerschaft in dem Moment was fehlte, weil mein Partner war nur mein Partner. Also was war auch schön, es war halt eine Liebesbeziehung, so quasi eine Liebesbeziehung. Aber er war nicht mein Freund. Also ich klinge jetzt so blöd, aber ich konnte nicht mit ihm Pferde stehen gehen. Ich konnte nicht mit ihm, wenn ich da die Wodka auf den Tisch gestellt habe. Mhm. Meine Freunde haben mir die Wodka auf den Tisch gestellt, weil ich trinke kein Bier. Und da hat er mich angeguckt, vor meinen Freunden als Beispiel jetzt, und hat gesagt, willst du jetzt schon damit anfangen? Der halt nichts vertragen hat, muss ich sagen. Also er hat dann ein paar Bier getrunken und am Ende war der hinüber irgendwann. Und ich bin das ja mit meinen Freunden im Studium gewohnt gewesen. Das war ja wir hatten ja unsere Rituale. Und da habe ich das so richtig gespürt. Ich habe wirklich in diesen Momenten gemerkt, also man reflektiert sich dann ja und habe dann richtig gespürt wie, boah, bei Victor hatte ich alles. Ich hatte das Gesamtpaket. Er war mein Freund. Wir waren zusammen feiern. Ich habe erbrochen, er hat mir die Hände hinvorgehalten und ich war so aufgefangen in manchen Situationen. Wir haben jeden Mist zusammen erlebt. Ja. Und ich wünsche dass jedem, dass sich das sowas mit der Zeit aufbaut. Ja. Weil das ist einfach... Ja, also ich liebe auch, also ich habe, wenn ich dich als Freundin bezeichne, dann habe ich dich richtig, 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 richtig gern. Also wirklich, für meine Freunde,
wenn jetzt jemand anrufen würde und sagen würde, ich habe jetzt gerade ein Problem, eine Freundin von mir wohnt in Schweden, ich würde in den Flieger steigen und ich würde da hingehen und das regeln. Also wenn ich, für Freunde mache ich wirklich sehr viel und das aus Liebe. Und absolut, ich auch. Aus purer Liebe. Ist so. Und Rüben, und das habe ich dir auch gestern gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, wenn bei Rüben und mir diese romantische Beziehung wegfällt, dass die Freundschaft nicht bleibt, weil die ist so tiefgründig. Also Rüben und ich haben so eine tiefe Freundschaft. Ich habe so das Gefühl, dass ich mich hart auf ihn verlassen kann und wirklich ich sein kann. Und ich brauche jemanden. Ich brauche jemanden, bei dem ich wirklich ich sein kann. Ich brauche jemanden, bei dem ich, wie gesagt, alle Gefühle rauslassen kann, ohne Filter und ohne dass ich irgendwie denke, oh, aber was könnte er denn denken von mir? Wie ist das jetzt irgendwie schlimm oder kann ich das ansprechen oder sonst irgendwas? Nein, ich kann alles ansprechen. Ich kann weinen, wenn mit mir danach ist. Und das ist mir, glaube ich, bei FreundInnen und bei Partnerschaften sehr wichtig, weil wenn ich nicht sein kann, dann kann ich auch nicht lieben. Ja. ich glaube, was unsere das war wunderschön, wunderschön. Ich kann da gar nichts ergänzen. Was unsere ZuhörerInnen gerne noch hören würden, ist, wenn eine Partnerschaft nicht so gut läuft, weil ich glaube, das interessiert die einfach. Mhm. Was würdest du sagen, wo würdest du persönlich anfangen, um daran zu arbeiten? Wenn eine Partnerschaft nicht so gut läuft. Ja. Weil, wenn sie gerade nicht glücklich ist, aus egal welchen Gründen, wo würdest du persönlich anfangen? Ich glaube, das ist interessant. Also ich würde als erstes einmal schauen, woran liegt's? Also es hat ja oft auch, also wenn man tief in sich reinhört, dann hat es ja einen Ursprung. Und bei mir ist es ganz oft, also wenn ich sage, also auch unsere Beziehung hatte nicht glückliche Zeiten. Also wir wohnen hier nicht zwischen Regenbogen und Einhörnern und lieben uns die ganze Zeit, sondern das ist manchmal tief schwarz und manchmal super rosarot. Also da gibt es alle Formen. Und wenn es nicht so glücklich war, da habe ich mir oft in meinem Kopf irgendwas zusammengereimt, das für mich dann die Wahrheit war. Es war fehlende Kommunikation. Es war absolut fehlende Kommunikation und in meinem Kopf war das aber die Wahrheit. In meinem Kopf habe ich mir dann gedacht, ja, der liebt mich nicht mehr. Oh. Aber dann, wir haben über Liebessprachen geredet, er zeigt das einfach anders. Als mein Vater verstorben ist zum Beispiel, wir haben Wüstenrennmäuse und ich wollte unbedingt zu meiner Mama gehen, weil ich sie liebe und sie unterstützen natürlich. Und das Erste, was Röhm macht, er hat mich nicht umarmt, er hat nicht irgendwas gemacht. Er hat das Erste, was er gemacht hat, war aufgestanden und das Mäusegehege gereinigt. Und ich sage, ich stehe vorhin, willst du mich eigentlich verarschen? Ich habe gerade den Anruf bekommen, dass mein Vater gestorben ist. Du sagst nichts, du machst nichts, du stehst auf und machst das Mäusegehege. Dann war ich wirklich wütend. Und dann bin ich drauf gekommen, das hat er gemacht, weil er gewusst hat, ich will länger zu meiner Mama gehen. Und er wollte natürlich, unsere Mäuse gehören auch versorgt. Und er wollte, dass das nichts anfangen. Ist, worüber ich mir Gedanken machen muss. Wenn wir einen Monat weg sind, scheiße, unsere Mäuse sind in der Scheiße. Er wollte nicht, dass das etwas ist, worüber ich mir irgendwann in dieser schwierigen Zeit Gedanken machen muss. Oh, so schwierig, ne? Ja. Und eigentlich ist das ja was sehr was Schönes, aber für mich war es in dem, ich hätte in dem Moment einfach einen Arm gebraucht. Ich hätte keinen Mann gebraucht, der das aufräumt. Ja, ich denke, das ist, du sprichst ja einen ganz wichtigen Punkt an, diese Kommunikation. Und ich finde, man hört es auch raus, was ich mir auch zum Beispiel jetzt gedacht habe, dass wir bei uns selbst anfangen müssen. Mhm. Weil du hast in dich reingehört und dein Verhalten reflektiert. Was stört dich eigentlich? Natürlich hast du dann wahrscheinlich mit ihm gesprochen, ne? Ja. Was ich
also ich bin auch echt gut darin, dem anderen die Schuld zu geben. Also meinem Partner. Andere Menschen nicht. Ich behandle auch Victor ganz besonders im Vergleich zu dem Rest der Welt. Und ich das ist auch was Schönes. Ja. Weil er dich dann halt auch in deinen schlechtesten Phasen, wenn dein Partner dich auch in deinen schlechtesten Phasen nimmt und liebt, das ist doch wunderschön. Ja, das stimmt. Und ja, ich habe auf jeden Fall für mich gemerkt, dass ich viele Dinge, die sind unterbewusst eigentlich bei uns. Ja. Also dein Beispiel, da wüsste ich, also da, ich würde dich halt voll nachfühlen. Ich kann dich halt voll nachfühlen. Und grundsätzlich viele Dinge, die uns stören, wie sagen wir mal, man hat einen Dialog. Schatz, kannst du bitte den Müll rausbringen? Ja, und der Partner sagt, als Beispiel jetzt, ne? Nein. Jetzt nicht. Ja. Und man selbst hat sich aber überlegt, ja, jetzt kommen gleich die Fliegen, da sind die schon und dann wird das gleich gammelig und wir müssen gleich los und das und jenes. Und vielleicht denkt die andere Person aber gerade, ja, ich bin ja gerade hier am was bestellen zum Beispiel, bin mit meinem Kopf gerade, mein Bewusstsein ganz woanders. Ja, und dann sage ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Rolle wäre von wegen, kannst du bitte den Müll rausbringen, könnte dann auch denken, boah, ich kann mich nicht auf ihn verlassen. Ja. Also so weit kann ein so überflüssig, also nicht überflüssig ist es nicht, aber so kann so ein marginaler Konflikt zu sowas Großem führen, was aber gar keine Hand und Fuß hat. Und dann liegt es aber bei uns, weil wir zum Beispiel vielleicht, wir interpretieren zu viel rein und vielleicht haben wir sogar was in unserer Kindheit, das, wo wir gemerkt haben, boah, ich musste mich immer auf mich selber verlassen, als Beispiel jetzt, und das ist einem dann extrem wichtig, dieses Gefühl zu haben, immer, ich kann mich immer auf den anderen verlassen, so, ne? Dass der das vielleicht 5 Minuten später machen würde. Ja. Ne? Also. Und das ist halt auch etwas, wo man an der Kommunikation lernen muss. Ja. Also auch beide Seiten. Also so wirklich befehlsmäßige, sagen wir so, Kommunikation gibt es bei uns eigentlich fast gar nicht. Natürlich kommt das vor, aber es ist, wenn wir beim Müllthema bleiben und wir müssen los, sagt einer von uns eher, also ich muss ehrlich gestehen, Römi ist einfach oft derjenige, der es einfach macht. Also ohne irgendjemanden irgendwas zu sagen oder zu sagen, aber wenn mir das auffällt und ich müsste noch was machen, dann sage ich ganz klar, der Müll muss noch raus und ich mache gerade das. So können Missverständnisse überhaupt nicht entstehen. Also, und dann kann er ja sagen, ja stimmt, ich habe mir das schon aufgeschrieben, Römi und seine Listen. er war mir schon von Anfang an sympathisch, Leute. Er hat immer eine Liste, bevor wir irgendwo hingehen und da steht 100%ig drauf, Müll rausbringen. Da gibt's nichts dran. Und und dann hat man hier eine Art von Kommunikation, weil wenn nur jemand zu mir sagt, bring den Müll raus und der andere sagt, nein, dann, das kann sehr viel heißen. Ja, das stimmt. Ja, super. Ja, das war doch wirklich schön. Also fängt man an mit Kommunikation, würde ich sagen, ne? Und auch bei sich zu gucken. Und wenn es nicht passt, dann einfach auch eine Beziehung auflösen. Also, das geht auch manchmal. Also man ist nicht verpflichtet. Wenn es nicht passt. Wenn man nicht glücklich ist, dann wird man vielleicht anders glücklich, beide Partner. Ja. Wo findet man dich denn? Also auf den Kanälen. Ja, nee, aber ich meine jetzt, das ist ja mein Kanal, also unser Kanal, mein Podcast. Damit die Leute, die dich jetzt neu kennenlernen, aber wissen, wo man dich findet, wäre es schön, wenn du einmal ein bisschen erzählen würdest. Ich habe dich gar nicht vorgestellt, fällt mir gerade auf. Ach, das ist egal. Und vielleicht auch, was du da machst. Also ich bin TheBadMom mit DE und dann BadMom. Viele denken immer, das heißt DeppertMom. Echt? Aber das passt ja eigentlich auch ganz gut. Also warum BadMom ist, weil ich bei Wen lieb ich als letztes mein Kind aufgezählt habe. Das ist so zum Beispiel ein Grund. Nein, was mache ich? Ich mache sehr viel und gar nichts. Ich habe das Gefühl, ich will... Wie sage ich das? Ich will, dass ganz viel... wo sich Mütter untereinander sehr schlecht machen dafür,
will ich aufklären. Ich will Tabuthemen ansprechen. Ich will über all das reden, über das nicht gesprochen wird. Und ich will über mich fast, ja, natürlich mit Spaß über Menschen lustig machen, die andere fertig machen. Weil, Wir mobben die Mobber. Also war ich in meiner Jugend so und mein Mann auch. Das ist ganz schlimm. Nein, aber ich will vielleicht auch ein bisschen sarkastisch auf eigentlich echte Probleme hinweisen. Sehr gesellschaftskritisch, ne? Ja. Würde ich dich auch einordnen. Also auf Instagram und TikTok bist du schon sehr aktiv, auf YouTube vielleicht irgendwann. Ich würde auch gerne einen Podcast machen. Also auf YouTube habe ich auch einen Kanal, aber ich will das nicht alleine machen. Ich will das so wie du mit Victor machen, weil man redet, das ist so schön zu reden. Ja, also, absolut. Ja. Man kann einfach in tiefe Gespräche gehen. Und man merkt dieses Setup hier fast gar nicht. Ja, weil man sich in die Augen guckt, ne? Ich gucke in die Luft. Wo ist der Schmetterling? Der war früher gerade noch mal da. Also Leute, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, uns gerne in die Kommentare. Lasst ein Abo da bei The Bad Mom. Und ich freue mich auf die nächste Folge in einer Woche Sonntag.